Can I be your superhero? Zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wenn ich mich recht entsinne, war es ja so, dass wir beim letzten Mal in der Harry Potter Prüfung, der Part ist gestern online gegangen, da hat sich das Bild ja offensichtlich ein bisschen aufgebammelt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, die Typen hier platt machen und dann müsste das runterfahren. Und es hat sich halt einfach wirklich aufgebammelt, ne? Das hätte wohl irgendwie... Ich hatte das danach nochmal ausprobiert. Gut, dass du das nicht einsammelst, Bro. Jetzt. Weg mit ihm. Also es hätte danach... Also diese komischen Truhen hätten danach runterfahren müssen. Ja, komm, den hättest du aber einsammeln können. Da, jetzt. Nein. Nein. Ja. So, jetzt fahren ja wir runter und nachher gibt es da diese Truhen am Rand. Und die hätten runterfahren müssen. Das haben sie nicht getan. Warum, weiß keiner. Und, ja. Hoffen wir einfach mal, dass es dieses Mal funktioniert, ne? So, rein mit dir. Weg. Komm schon. Zack, und noch einer. Ciao, ciao. Oh. Hier die Action. Weg mit dir. Schön da sitzen bleiben. Ah, hier einen hast du immer, einen so einen Ausreißer. Daneben. Der will hier richtig Welle machen, ne? Oder Feuer machen, besser gesagt. Schönes Ding. So, und jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Da sind die Truhen. Ich habe mich nämlich beim letzten Mal auch noch so gefragt, hä, wie komme ich denn da ran? Und hatte dann vermutet, okay, vielleicht muss ich jeden in einen reinschießen, weil ich einen in zwei rein, also zwei in einen reingeschossen habe. Aber nö, ich habe das beim letzten Mal auch wieder so gemacht und da hat es auch funktioniert. Aber wir halten uns mal an die Spielregeln, jetzt sitzen sie gerade so gut. So. Und das ist beim letzten Mal nicht passiert, dass diese Truhen runterfahren. Immer her damit, Junge. Okay, was willst du? Willst du Fight? Da, auch noch einer. Und da oben. Die letzten beiden hier. Schießen wir weg. Okay. Glaube, wir haben es dann, oder? Ja, da ist er. Nehmen wir mit. Sie ist ja schon weitergekommen als beim letzten Mal. Hauptsache, dann bammelt er sich jetzt hier nicht auf dem letzten Meter nochmal auf. Satz her. Hat nicht geklappt. Oder? Haben wir einen mitgenommen? Schönes Ding. Und hier. Fang auf. Oh, noch ein paar Leute, die hier mitmischen wollen. Eigentlich macht das ja schon Bock. Bloß manchmal ein bisschen irritierend. Weil du nicht weißt, okay, wann platzt der nicht. So. Das war bei der PlayStation 1 Version ein bisschen übersichtlicher mit diesen Knallbonbons. Da hast du gesehen, wann die platzen werden. Einfrieren. Und zerschießen. Und dann können wir das Ding hier auch irgendwie einfrieren, ne? Ey! Halt mal den Beifall. Weiß nicht warum, aber hier muss ich spontan irgendwie an Mario-Level denken. So, komm mal her hier. Zack. Nein. Schönes Ding zerschossen. Damit ist das Ding... Boah, wo kommst du denn aber mal her? Ich weiß, wenn wir die Teile nicht einfrieren, dann kommen da immer mehr raus, ne? Irgendwie. Okay. Na, siehst du, da geht schon los. Eigentlich war das Ding schon eingefroren, aber... war wohl genau an der Grenze. So, was jetzt? Achso, hier hochschießen. Boing, ich hoffe, ich habe nichts unten vergessen. Und boing. Ah, jetzt schießen wir uns den ganzen Weg wieder hoch. Guck mal, da krabbelt er. Können wir ihn angreifen? Nee, ne? Scheint irgendwie so ein Bug zu sein. Wir hatten sie ja beim letzten Mal auch noch so seitlich unten gesehen, aber konnten ja auch nicht mehr wirklich... Oh, ja, das ist doch Premium hier. Das ist richtig gut, das brauchen wir.
Immer her damit. Dann hat Harry seine Prüfung doch noch geschafft, ne? Und muss nicht ewig in diesem Backfest sitzen bleiben. Na, wie viel haben wir? Gut gemacht, Harry. Eine Bestnote. Wow, ich kann es selbst kaum glauben. Es war mir ein Vergnügen, dich dieses Jahr in Zauberkunst zu haben, Harry. Du bringst eine Menge natürliches Talent mit, mein Junge. Wirklich? Okay, das ist schon mal irre. Wir haben einfach 5 Schilde geholt. Harry hat einfach am besten abgeschnitten, Alter. Harry ist auch immer so ein kleiner Angeber, oder? Guck mal, Ron hatte, glaube ich, 3 Schilde, ne? Hermine 4 und Harry hat jetzt einfach 5 Schilde. Ja, vielleicht habe ich es doch beim letzten Run auch so gemacht. Noch einmal versuchen, Abschlussprüfung verlassen. Ah, dann müsste das jetzt so der finale Part gewesen sein, aber keine Sorge, wir gucken uns so ein bisschen um. Ich bin froh, dass ihr 3 eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht. Sagst du, ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Nun denn, mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen fürs dritte Jahr erfüllt habt. So, Carpe Retractum-Aufgabe, 8 von 10. Da wäre jetzt natürlich der Vergleich Premium, ne? Da müsste ich nochmal irgendwie nachgucken, wie ich beim letzten Mal abgeschnitten habe. 8 von 10, 10 von 10. In der Draconiforce. Achso, Draconiforce, Lapiforce. Das sind doch alles so ausgedachte Wörter, oder? Glacius-Aufgabe hat auf jeden Fall 9 von 10. Begegnung mit dem Monsterbuch der Monster 5 von 5. Strecken für Flug auf Seidenschnabel. Und Begegnung mit Wichteln. Porträtpasswort. Warte, also wenn ich jetzt... Wir schnattern einfach noch ein bisschen. Also, ich versuche das hier nebenbei mal so ein bisschen rauszusuchen, ob ich das vielleicht eventuell noch finde. Ich meine, ich könnte hier auch einen Cut setzen, aber... Nö, im Endeffekt gucken wir uns den Spaß hier einfach nochmal an. Ich habe Stand jetzt auf dem Kanal 729 Abonnenten. Also vielen Dank nochmal. Ich denke mal, dass da sehr viel auch durch die Fußball-Shorts gekommen ist. Aber wenn ich mir die Harry Potter-Videos so angucke, dann sind das immer so durchgehend 4-5 Likes. Also 4-5 Leute, die das sich dann doch ganz gerne anschauen. Ne? Meistens ist es so das erste Video von einem neuen Harry Potter Projekt, was denn auch mal 10 Likes hat oder sogar an die 20 Likes. Und dafür, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Jetzt muss ich ganz schnell mal... Achso, genau. Ich muss da nochmal ein paar Seiten weiterblättern. Wir sind ja hier erst bei Harry Potter 2, Harry Potter 1 und dann haben wir hier Sirius Black. Okay, okay, okay. Hier das Finale. Der muss das ja im finalen Part dann drinne sein. Dann gucken wir uns das nochmal an. Und versuchen hier einfach mal... Ah, okay, oh, ich hab's zufällig gerade... Okay, ich habe dieses Jahr einfach 2 besser. wenn wir hier nochmal reingehen, also pass auf. Bei dem oberen Carpe Retractum habe ich 8 von 10, da habe ich beim letzten Mal 5 von 10. Bei Draconiforce, Lapiforce, habe ich jetzt 10 von 10, da hatte ich letztes Mal 9 von 10. Also auch gar nicht so schlecht. Glacius-Aufgabe habe ich beim letzten Mal 8 von 10 und dieses Mal ist es 9 von 10. So, hier habe ich beim letzten Mal den ersten geschafft, Monsterbuch der Monster habe ich 5 von 5 und den letzten habe ich geschafft, Begegnung mit Wichteln auch 5 von 5. Strecken für Flug auf Seidenschnabel, das war ja im vorletzten Part, glaube ich. Da haben wir einen extra Part gemacht, 5 von 5, da habe ich beim letzten Mal nur 1 von 5. Das hat mich aber geärgert, weil ich das noch machen wollte eigentlich. Porträtpasswörter habe ich beim letzten Mal 0 von 8 und dieses Mal auch von 0 von 8. Da können wir vielleicht gleich nochmal reingehen. Ich gehe nochmal hoch zu Fred und George. Und dann wird das wahrscheinlich auch erstmal der letzte Part sein. Weil hier schon eine Steigerung im Prinzip zu sehen ist zum letzten... oder zum Let's Play im letzten Jahr. Und dann würde ich einfach sagen, versuchen wir das einfach nächstes Jahr dann nochmal mehr zu steigern, vielleicht sogar alles hinzukriegen. Die Sammelkarten waren beim letzten Mal auf jeden Fall 21 von 80, dieses Mal ist es 46 von 80.
Also wie gesagt, wir haben hier doppelt so viele abgeschlossen und auf jeden Fall in jedem einzelnen eine Steigerung drin. Ne? Und ja, so versuchen wir uns einfach jedes Jahr immer ein bisschen weiter zu steigern. Und jetzt geht's nochmal zu Fred und George. Wer sich das selber nochmal angucken will, wie gesagt, das war so das Let's Play aus dem letzten Jahr und da ist Harry Potter auf dem Cover, blaue Schrift und das Ding heißt Harrys Abschlussprüfung, Hashtag Finale, Let's Play 17. Also, wen das jetzt nochmal irgendwie interessiert. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's. Okay. Wie gesagt, wir werden jetzt nochmal hoch zu Fred und George und uns das Ganze nochmal angucken, wegen diesen Porträtpasswörtern. Da sind wir ja bis jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Und das würde mich schon ein bisschen interessieren. Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui! Eklige Kinder! Wollen wir spielen? Okay, wir haben ihn auch nochmal, also Peeves als Gegner. Da kann ich ja vielleicht nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, ich würde sagen, das war hier erstmal so dieser letzte Part zu diesem Spiel. Zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Damit wir hier einfach noch einen glatten Abschluss haben. Achso, ups, sorry, ich hab es verpennt. Ich habe mich eben schon gedacht... Wir haben eben schon gewundert, dass sie irgendwie so ein bisschen geträumt haben. Weil wir nicht zu dritt auf ihn geschossen haben. Jetzt. Okay, gut. Dann gehen wir einfach nochmal hoch. Und gucken halt bei Fred und George, was die uns noch so zu geben haben. Können wir die Dinge einsammeln? Nee. Und dann haben wir hier zumindest erstmal so einen halbwegs glatten Abschluss. Ha, der hat genug. Tolle Leistung, Harry. Danke, das hat sogar Spaß gemacht. Glaubt ihr nicht, dass wir es zu weit getrieben haben, so wie er weint? Keine Angst, der fällt uns schon bald wieder auf die Nerven. Ja genau, das sammeln wir noch ein. Und dann kann ich ja nochmal sagen, dass ich erstmal... warte mal, wo muss ich hin? Kann ich das hier... Nee. Können wir hier? Nee, ich werde Fred und Josh... Bevor ich mein ganzes Geld wieder ausgebe. Nein, ich muss den Part tatsächlich... Schellfisch. Ich muss nach ganz oben, ne? Stern. Quatsch, das Spiel. Den vierten Teil muss ich nochmal... Hey, Harry! Muss ich erstmal installieren. Hä? Waren die nicht ganz oben? Sind wir noch nicht... Hä? Bin ich jetzt blöd? Sind Fred und Josh nicht hier oben gewesen? Aber Professor Lupin ist ein Werwolf. Wir bekommen garantiert nächstes Jahr einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also ich habe das gerade ein bisschen verpeilt. Wo waren die denn, Fred und Josh? Muss ich vielleicht doch gleich nochmal auf die Karte gucken. Nee, warte mal, von da kommen wir. Nope. Ich habe immer so gedacht, die sind ganz oben gewesen, aber irgendwie ist er hier ganz... Nein, das wollte ich nicht. War das hier? Aber ist ja ganz cool, weil so kann man sich nochmal ein bisschen hier umgucken. Okay, das war die Nummer. Schade, das wäre cool gewesen, wenn man aus Gag da gegenschießen kann oder hätte können. Und dann... Hättest du im Endeffekt das Ding wäre dann runtergestürzt oder so. Das gibt's ja auch im Film. Aber ohne Scheiß. Ich habe immer gedacht, Fred und Josh sind ganz oben, aber irgendwie... Oh, das sammeln wir gerne ein hier. Irgendwie habe ich keine Peilung mehr, wo die sind. Also ich werde das jetzt alles einmal kurz ablaufen. Und wenn ich sie dann so nicht finde, werden wir es nochmal mit der Dings probieren. Ah, hier hinten waren wir auch noch nicht. Mit der Karte.
Dann sammeln wir das hier nochmal ein bisschen ein. Okay, ja, so spektakulär war es jetzt nicht. Können wir nochmal einen Save Point setzen. Aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Genau, von hier kommen wir. Da geht's runter in die Kerker. Verschlossen. Hier ist so ein bisschen was verschlossen. Ich meine, ist ja ganz interessant, hier so rumzulaufen. Aber ich habe echt keine Peilung hier gerade. Vor allen Dingen habe ich auch keine Peilung. Wo ist denn die Karte? Das ist die Karte. Siebter Stock. Ja gut, das hilft mir auch nicht weiter. Willst du mich rollen? Hier erkennt man ja gar nichts. Das hätte man ruhig mal ein bisschen beschriften können. Also ich weiß, dass ich im Erdgeschoss bin, aber wo waren denn Fred und Josh? Scheiße. Das ist natürlich bitter jetzt gerade. Okay, hier haben wir nochmal die jeweiligen Prüfungen. Im Laden von Fred und George kaufen. Ja, aber wo ist denn dieser Laden? Guck mal, weil hier ist ja leider nichts beschriftet. Wenn man das jetzt noch irgendwie... Oh nein, da muss ich vielleicht doch noch ein Part machen. Dass ich nochmal nachgucke, wo die Trottel sind. Obwohl im Augenblick bin eher ich der Trottel. Ich habe echt gedacht, die sind ganz oben. Dass sie einfach ganz oben ihren Laden haben, aber irgendwie... So, wir gehen jetzt einfach... Ich kämme jetzt einfach Etage für Etage durch. So, auf A1 sind sie nicht. Also das verwirrt mich jetzt wirklich komplett. Was ist das hier? Ja. Hier sind sie auch nicht, ne? Hier war das mit dem Buch. Das hatten wir schon geknackt. Halt einfach 1,5 die Etage oder was? Etage 2 war das doch nicht, ne? Etage 2 ist doch das hier. Hier waren wir ja vorhin. Aber das verwirrt mich jetzt gerade komplett, ey. Das wirft mich gerade, also doch Etage 3 gewesen, Etage 4 jetzt hier. Das wirft mich hier gerade komplett Harry, raus. Komm hierher. Warte. Das knacken wir auch noch, das Ding hier. Harry, komm hierher. Nein, ich will nichts kaufen. Also ich will schon kaufen, aber nicht von dir. Das sieht immer so aus, als wenn man da so reinjumpen könnte. Bestimmt bei Fred und George im Laden. Nein, ich will nicht. Ich wollte das Ei. Was hinter diesem Portier steckt? Oder diese Bohne. Nicht kaufen. Nicht jetzt, danke. Ich will jetzt nichts. Ich will zu Fred und George. Geh weg. Hä? Willst du mich verarschen? Wieso geht er denn nochmal zu ihm hin? Ich hab hier gerade eine seltene. Was war das denn? Ich will nichts kaufen. Hau ab. Nein, danke. Vielleicht später. Ich bin da gar nicht hingegangen. Weg von ihm. Lass dich nicht beeinflussen. Der will dir nur Sachen andrehen. Seine gefälschten Pokémon-Karten will er dir hier verkaufen. So, hier nehmen wir auch noch mit. Er schießt mich zu... Ja, da kam ja fast nichts raus. Aber das müssen ja die Dinger sein, wo wir die Passwörter brauchen für diese Gemälde. Wo seid ihr, Fred und Josh? Ich will Sachen kaufen. Also das ist marketingtechnisch von denen auch nicht unbedingt gut, dass man deren Laden nicht findet. So kann man auch nichts verkaufen. Das ist das Porträt der dicken Dame. Sind die dahinter? Fortuna Mario. Nee, oder? Okay, hier waren wir ja auch noch nicht so wirklich gucken. Jetzt auch nicht weiter. Die täuschen immer alle nur an. Wahrscheinlich gibt es hier nur übel also mega krass die Geheimnisse. Aber kein Problem.
Wir gehen nächstes Jahr hier wieder. Hi, da sind sie. Hey, George. Jungs, ihr seid mega schwer zu finden. Ich meine, ist ja klar, dass, aber ist das nicht marketingtechnisch oder ladentechnisch für die auch scheiße, wenn die nur, also wenn hier nur Gryffindor-Leute kaufen können? Sag mal her hier. Ja, das ist eine klassische Sammelkarte, wirklich. Ach, die kostet auch Knete. Dachte, ich krieg von euch irgendwas umsonst. Nein, danke. Vielleicht später. Du weißt, dass du es haben willst, Harry. Und zu diesem Preis. Kürbispastete. Brauchst du mehr Kürbispasteten, um einen besonderen Gegenstand bei Fred und George zu kaufen? Tausch deine Bohnen gegen eine Pastete. Also es sind tatsächlich Bohnen. Um ihn noch heute zu kaufen. Nein, nope. Danke. Warte mal, kann ich hier irgendwo einsehen, was ich habe? Will diese Porträts kaufen. Okay. 1509, 66 und 101. Wo kann ich die Porträts kaufen? Das sind alles Karten. Das ist eine ganz besondere Sammelkarte, Harry. Wir schenken sie dir, wenn du alle anderen Karten deines Satzes zusammenbekommst. Also ich brauche wirklich alle... Wo sind sie denn jetzt? Alle... Da, die hier ist das wahrscheinlich, ne? Ich brauche hier alles andere. Haben die nicht mal gesagt, ich brauche ein Set voll? Naja, ist ja auch wurscht. Und das sind hier Frösche. Das ist Johann Wolfgang von Goethe. George, willst du das hier wirklich verkaufen? Ha, Porträtpasswort. Kaufen. Toll, das nehme ich. Ist das das? Muss ich hier einfach immer ranlaufen? Ah, jetzt. Ich habe gerade dieses Passwort bekommen. Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Kaufen. Kein Problem. Vielleicht machen wir doch noch ein Part. Das hier ist mir ein Rätsel. Ist aber garantiert doppelt so viel wert. Kaufen. Das kaufe ich. Kauft doch die richtigen Sachen hier, oder? Okay, 3 haben wir schon mal. Hab gerade dieses Passwort bekommen. Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Wir holen uns jetzt einfach alle von den Dingern. Okay, geht in Ordnung. 4? 8 brauchen wir. Da. Dieses Passwort wurde noch nie getestet. Du siehst aber wie jemand aus, der kein Risiko scheut, Harry. Das hört sich nach Fake an. Wurde noch nie getestet. Funktioniert halt nachher nicht, ne? Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Achso, sorry. Ich habe ja bei mir den Sound ein bisschen leiser gestellt, also... Ne, warte mal. Also wir haben 5. Ich brauche noch 3. Das Teil musst du einfach haben. Kaufen. Kein Problem. Ne, warte mal. What? Ich krieg ein? Achte auf die Qualität, Harry. Wunderschön, meinst du nicht? Für 50. Warte mal. Das kaufe ich. Ich krieg einen für 50. Ach du Scheiße, ist das dein Ernst? Du weißt, dass du es haben willst, Harry. Und zu diesem Preis. Das ist vielleicht doch nicht so clever. Toll, das nehme ich. Hä? Das ist natürlich ungünstig, weil... Ein für 50? Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Guck mal, wie viel ich dafür ausgeben muss. Also, und vor allen Dingen kaufst du die auch immer nur einzeln. Das ist schon nicht so geil. Wie machen wir das denn am besten? Was ist mit euch? Hab nur diesen einen auf Lager. Nett, was? Komm, wir kaufen jetzt allen möglichen Quatsch hier. Ja, ich weiß, wahrscheinlich würde das rechnerisch sogar funktionieren, wenn ich da immer wieder hingehe und immer wieder 50 ausgebe. Aber ey, das ist mir irgendwie zu dumm. Hört sich gut an. Ich kaufe es. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls es Quatsch war. Wertvolle Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ich geb sie nur ungern ab. Kaufen? Toll, das nehme ich. Was haben wir noch so? Schokofröschebräune. Tut mir leid, Harry. Ja, ja, ich hab's verstanden. Um das zu kaufen. Okay, was wollt ihr hier noch so? Oh, das ist eine klassische Sammelkarte, wirklich. Ja, ja, zeig her. Die kaufen wir auch. Okay, geht in Ordnung.
Das solltest du dir kaufen, Harry. Alle Drittklässler wollen das haben. Ja, ja, wird alles gekauft, ja, jetzt daher. Hab nur diesen einen auf Lager. Nett, was? Den nehmen wir auch. Hört sich gut an. Ich kaufe. Ich hoffe, dass ich hiervon noch nichts hatte. Was soll das hier? Es gibt bestimmt keine bessere Schokolade, um Kraft zu tanken. Nee, das will ich nicht. Nein, was soll ich denn mit Schokofröschen? Haben wir noch irgendwas, was wir hier... Nee, da können wir nicht rein. Ja, ich meine, wir können das ja jetzt hier gerne machen. Ich hab gesagt, dass Harry Geschmack hat. Aber das ist halt auch Käse, ne? Das ist Geldverschwendung. Nee, kein Bock. Kein Bock. Sorry, kein Bock. So, dann haben wir das hier schon mal... Nee, dann ziehen wir den Part jetzt einfach ein bisschen länger und gehen nochmal gucken, ob wir hier irgendwo... Birkenstock. Das Porträt. Ersten Durchgang im Kerker. Warte mal. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir da nochmal überall hin so? Wollen wir entspannt dahin? Dann machen wir vielleicht doch... Wir müssen bestimmt bei Fred und George am... Ja, genau, das haben wir nicht. Ist war klar. Was hinter diesem Porträt steckt. Nee, komm, wir machen jetzt hier einen Cut und dann gehe ich da einfach nochmal rein, wenn ihr Bock habt. Dann nehme ich da einfach nochmal ein Part auf. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ich muss sowieso den vierten Teil noch installieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir nochmal in den dritten reingehen sollen und hier uns noch ein bisschen in einem weiteren Part, ne? Wir wollen ja nicht zu viel rausziehen aus der Nummer, aber die Porträts können wir uns gerne nochmal angucken, wenn ihr Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann ja spätestens beim übernächsten Mal mit dem vierten Teil weiter. Ich hoffe, das klappt alles, der muss noch installiert werden. Ja, eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.